Ich darf Sie begrüßen zu unserem Online-Stammtisch hier im wunderschönen Schongauer Brauhaus. Heute mit dem Bundestagskandidaten für unseren Wahlkreis 226, Weilheim-Schongau und Garmisch-Partenkirchen, für die Partei Volt, Herr Werner Knigge. Guten Tag. Danke, guten Tag. Hallo. Ich stelle Sie gleich noch etwas genauer vor, aber zunächst einmal möchte ich die anderen Teilnehmer und Gäste in dieser Runde begrüßen. Sie haben mitgebracht Herrn Arno Nunn. Herr Arno Nunn ist verheiratet, hat drei Kinder und ist hier in der Region ganz gut bekannt, weil er zwei Wahlperioden lang Bürgermeister von Oberammergau war. Und seit 2020 eben nicht mehr, jetzt sozusagen im Ruhestand. Er war früher bei der Polizei tätig. Und wir haben wieder einmal unseren Lieblingsstammgast, Herrn Jost Herrmann, Pfarrer hier der evangelischen Gemeinde in Schongau. Und Herrmann ist 57 Jahre alt, ist verheiratet und hat drei Kinder. Ja, Herr Knigge, Sie sind Bundestagskandidat für die Partei Volt. Sie sind 61 Jahre, kommen aus Penzberg, Sie sind verheiratet und haben eine erwachsene Tochter. Sie sind Franke und Sie sind Geschäftsführer eines Unternehmens, Vivendi-Konzept, das im Bereich Coaching und Training für Unternehmensführungskräfte und so weiter tätig ist. Und unter anderem sind Sie mal Basketballtrainer gewesen in der Erstligamannschaft hier in Weilheim. Das wird vielleicht der eine oder andere noch. Mitte 90er war das, ja. Genau. Ja, Sie tragen einen berühmten Namen und wenn ich es richtig gelesen habe, und Sie müssen es mir bestätigen, sind Sie sogar mit dem berühmten Träger dieses Namens verwandt? Kann das sein? Das möchte ich korrigieren. Das war lange in der Familie, war das Thema. Ich habe dann irgendwann nachgeforscht, habe das nicht herstellen können. Es gibt aber tatsächlich eine innere Verwandtschaft oder Verbundenheit. Weil beim Thema, über das wir auch sprechen, über den Umgang mit Menschen, da habe ich sehr viel wiedergefunden, was auch meine Einstellung zum Umgang mit Menschen betrifft. Genau, ich möchte an dieser Stelle vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, es passt vielleicht, auch wenn das jetzt eine Aufzeichnung ist und nicht genau an diesem Tag, an diesem Datum übertragen wird, aber wir haben ja heute den 14. Juli und das ist das Datum Erstürmung der Bastille, Beginn der Französischen Revolution und am Vorabend der Französischen Revolution hat im Prinzip der Herr Adolf Freiherr Knigge sein berühmtes Werk über den Umgang mit den Menschen veröffentlicht. Genau. Und Sie haben ja darauf hingedeutet, bei dem Knigge ging es ja im Grunde genommen, nicht wie man landläufig meint, um Etikette. Messer und Gabel. Darf ich ein Salatblatt schneiden oder muss ich es falten oder solche Themen? Genau. Sondern es ging allgemein um Umgangsformen der Menschen miteinander oder zueinander und auch eine innere Einstellung. Ganz genau. Was wahrscheinlich ganz wichtig ist. Ich glaube, er hat auch darauf hingedeutet, dass sozusagen diese innere Einstellung auch das Wichtigere ist als das Äußere, die Hülle sozusagen oder die Maskerade, die man in sich trägt. Und Sie haben das sozusagen versucht, in die heutige Zeit zu übersetzen. Sie sind Autor eines Buches, das sich mit sowas beschäftigt hat. Genau, Wer wirkt, gewinnt. Mein erstes Buch, also da ging es um Kommunikation und Wirkung. Und da habe ich es tatsächlich dann, und es war ein großes Vergnügen, dass ich jedes Kapitel mit einem Zitat aus Knigges Buch über den Umgang mit Menschen eingeleitet habe. Mhm. Und wie Sie schon gesagt haben, es wird immer reduziert auf Verhaltensweisen. Aber tatsächlich hat er in einer Zeit, wo ja die Gesellschaft noch sehr in Zünfte und in sehr hierarchisch geordnet war, immer dafür plädiert, dass man respektvoll und wertschätzend mit allen Menschen umgeht, auch mit den Nachgeordneten, so hieß es damals noch. Genau, das ist das Thema. Denn ist der Knigge, hat der etwas, also er begründet ja eine gewisse Moral oder Ethik, kann man sagen, ohne dass das etwas mit Kirche oder mit Weltanschauung zu tun hat. Woher speist sich sozusagen der Inhalt seines Werkes? Das ist spannend. Also ich weiß gar nicht, er war damals ja so ein bisschen revolutionär, kann man sagen. Aber er war ja auch zeitgeschichtlich Kollege von Schiller und Goethe. Also es gab mehrere Personen, die diesen revolutionären Geist in der Kultur, in der Literatur oder so dort aufgebracht hat. Ich glaube, das hat vielleicht mit Aufklärung zu tun. Wann war der? Genau, so Aufklärung begann das eigentlich, dass man so gewisse Dinge in Frage gestellt hat. Und da gehörte Knigge eigentlich
als auch einer der revolutionären Geister so dazu. Er war ja sogar, Herr Herrmann ist ja mit der Kirche aneinander geraten, aber zu der Zeit natürlich sehr gerne mit der katholischen Kirche. Also da sind Sie schön draußen. Aber er war kurzzeitig davor, zensiert zu werden. Okay. Können Sie sich vorstellen, warum? Also Sie kennen bestimmt ja auch den Knigge irgendwie. Mhm. Wo der mit der Kirche aneinander geraten ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich die Gesellschaft damals sehr hierarchisch geprägt war und von wertschätzendem Umgang mit Untergebenen oder Menschen, die irgendwie sozial drunter standen. Damit hat die Zeit damals natürlich nicht viel zu tun gehabt. Und es könnte eine Idee sein, die Knigge ins Gespräch gebracht hat oder hoffärtig gemacht hat, ja. Also dass auch die Menschen eine Würde haben. Ja, genau. Wenn man etwas von ihnen erreichen will, man sie anders ködern kann, ja, als nur mit Druck und Autorität. Mhm. Okay. Ja, bei Knigge geht es um Werte und Moral. Es geht um die persönliche Einstellung und den Umgang mit anderen Menschen, wie gesagt. Und das hat natürlich auch viel mit Politik zu tun, weil Politik ja auch letztlich ein ethisches Anwendungsfeld ist. Und wie sehen Sie, Sie sind ja auch in die Politik gegangen, eigentlich als Parteiloser, sozusagen als nicht gerade Parteigänger, der sozusagen aus freien Stücken da reingekommen ist. Sie haben sicherlich auch sich überlegt, ob Sie vielleicht einer Partei beitreten oder sowas und dann gesagt, nee. Und warum haben Sie das? Nee, es war eine ganz bewusste Entscheidung, eben keiner Partei oder Organisation beizutreten oder eine Gruppierung sozusagen zu gründen, sondern mir war es wichtig und ich meine, da reden wir natürlich von Kommunalpolitik, nicht von Bundestag oder Landtag, wo das anders abläuft, engerer Kontakt zur Wählerschaft, zu den Bürgern natürlich da ist und die Kommunalwahl eben auch ganz deutlich eine Persönlichkeitswahl ist. Ja. Und das habe ich mir sozusagen zu eigen gemacht oder zunutze gemacht und habe gesagt, okay, ich habe eine Idee, wie für mich Kommunalpolitik ausschauen sollte, wie ich das angehen will, sehr sachbezogen mit meinem beruflichen Hintergrund und habe gesagt, ja, das ist ja das Schöne, wir haben in Deutschland diese demokratischen Voraussetzungen, also stelle ich mich zur Wahl als Kandidat. Und wie sind Sie dann zurechtgekommen mit dem Aufeinanderprallen der unterschiedlichen Weltanschauungen und Gesinnungen und Meinungen? Naja, ich meine, ich glaube, das hört man ja schon ein bisschen raus, es war dann schon relativ naiv, sage ich mal, da reinzugehen, also auch in der Kommunalpolitik, wie es der Name sagt, sind politische Gruppierungen da, die ihre Interessen verfolgen wollen und das war schon eine Lehre daraus zu sagen, mit Sachargumenten allein komme ich nicht weiter, aber es war mir auf der Ebene trotzdem wichtig, also ich habe das in der Art und Weise verfolgt und anfangs bist du dann schon, sage ich jetzt mal, irritiert, was kommt jetzt da auf mich zu und wieso kommt plötzlich ein Argument, was von dem Sachargumentation her ja gar nicht greifbar ist, mir da entgegen. Das ist ein Lernprozess. Ich denke, da konnte ich ganz gut mit umgehen. Und für mich war es insofern einfach oder wurde es einfacher, dass ich sage, was ist wichtig für die Gemeinde? Mhm. Nicht, was ist wichtig für mich als Bürgermeister, als Person, sondern was ist meine Einschätzung, was ist wichtig für die Gemeinde? Das habe ich dann verfolgt und das gibt dann eine gewisse Freiheit oder Befreiung. Und dieses Unabhängige, also ich sage ja lieber, ich bin unabhängiger Bürgermeister gewesen als parteilos, das ist einfach für mich persönlich auch ein hoher Wert gewesen, sowohl im politischen Leben als auch im privaten Leben. Okay, ja. Ja, wir sprechen ja heute sozusagen auf der Metaebene so ein bisschen auch über die Politik als solche. Sie haben sich ja auch ein Thema ausgesucht, es geht um eigentlich Polarisierung und sozusagen die Aggressivität, die auch in der Politik existiert. Mhm. Und warum haben Sie sich dieses Thema ausgewählt? Als Politiker, der Sie ja sozusagen jetzt sind, müssen Sie sich doch damit auseinandergesetzt haben, dass die Natur ist von Politik im Grunde genommen, dass dort die Welten aufeinanderprallen und da auch Konflikte einfach ausgetragen werden. Und das ist auch völlig richtig in der Demokratie. Aber ich glaube, wir brauchen eben eine neue Streit- und Diskussionskultur. Also für mich ist es ganz wichtig, dass man natürlich in einer gesunden Demokratie unterschiedliche Meinungen hat. Das braucht die Demokratie, um sich weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft braucht es auch. Aber was ich immer mehr feststelle, ist, dass
dieses, was Arno auch angesprochen hat, sehr viel mit Taktieren zu tun hat und sehr viel auch manchmal verknüpft wird mit Beziehungsebene. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass wir es lernen zu trennen zwischen der Sach- und der Beziehungsebene. Das heißt, ich kann eine unterschiedliche Meinung sagen und kann sagen Nein zu deiner Meinung, aber zu dir als Person trotzdem. Und ich freue mich, dass wir uns austauschen dürfen. Mhm. Weil das ist ja auch ein ganz großer Wert, sich auszutauschen, auch und gerade, wenn man anderer Meinung ist. Und da erlebe ich eben, dass nicht nur, aber auch die Politik natürlich eine Vorbildfunktion hat und dass wir hier noch besser werden können. Also ich wünsche mir auch, wie es Arno gesagt hat, dass wir uns mehr mit Sachthemen in der Politik, wir erleben ja jetzt wieder Bundeswahlkampf, Baerbock als Beispiel, da geht es fast gar nicht mehr um Sachthemen. Da geht es nur noch, wie kann ich jemanden etwas in die Schuhe schieben. Und das ist schade, weil es geht ja um Sachthemen. Ja, wir wollen ja unsere Gesellschaft, unser Land, in dem Fall jetzt wollt Europa weiterbringen. Und da ist das eher hinderlich, solche Taktierereien. Und deswegen, eine Sache muss ich korrigieren, meine Tochter, ich bin Nachzügler, ist 11 Jahre alt, okay. nicht erwachsen. Aber das ist auch ein Punkt, der mich da noch verstärkt hat, zu sagen, in welcher Welt wächst denn meine Tochter auf und in welcher wird sie leben? Und wie wird die Gesellschaft, das ist nicht nur Partei, sondern auch ein gesellschaftliches Thema, in welcher Aggressivität, in welcher Polarisierung lebt sie denn? Ist die noch gesund oder hat die schon ein gesundes Maß verlassen? Gut, aber Sie kennen ja auch, Sie haben ja schon auch einige Jahre auf dem Buckel und kennen ja sozusagen schon ganz andere Zeiten in der Politik. War das nicht immer schon so oder haben wir jetzt tatsächlich andere Zeiten? Naja, ich finde, dass es vielleicht immer schon so war, ist ja kein Argument, dass wir es nicht besser machen können. Okay. Ja. Ja. Also natürlich, es gab früher auch diese polarisierenden auch Politiker, ja, ob Wehner, Strauß oder klar. Ganz klar, aber das lenkt zu viel ab. Wir haben sehr viele Herausforderungen zu lösen in der Zukunft. Und wir verschieben aber diese Themen, um die wir uns kümmern müssen, verschieben wir auf eine Ebene, die uns nicht weiterbringt. Ja? Und deswegen glaube ich, ist es trotzdem richtig. Ich erlebe eher in der Gesellschaft, aber da wäre ganz spannend, ist es wirklich ein subjektives Erleben einer zunehmenden Polarisierung und Aggressivität? Oder sind vielleicht auch die Medien ihre Berichterstattung daran schuld, dass die Wahrnehmung dahin geht? Also ich bin im Grunde Optimist und hoffe immer, dass wir, so wie wir jetzt zusammensitzen, uns vernünftig und wertschätzend unterhalten. Aber vielleicht kriegen auch die Menschen, die besonders aggressiv und laut sind, auch mehr Gewicht in der Medienpolitik. Und deswegen ist vielleicht das Bild auch, wäre mal spannend, es zu untersuchen, nicht ganz objektiv, das wir haben. Ich glaube, das ist schon, wenn ich das einwerfen darf, schon so. Also es ist mein Eindruck, ist vielleicht auch verkürzt. Ich habe schon das Gefühl, dass wir gerne davon hören, was ganz besonders gut läuft und was ganz besonders schlecht läuft. Noch lieber, wo es schlecht läuft. Ja, genau. Also und das ist auch vielleicht auch die Einschätzung oder das Selbstverständnis des Journalismus, zu sagen, wir wollen aufdecken, wo Probleme sind. Das ist ja klar, aber dadurch rutschen wir natürlich immer in diese negative Betrachtung und meinen, diese 5% oder 10%, die auch furchtbar schlecht sind, spielen sich über die ganze Breite ab, aber es ist ja nicht so. Sondern wir haben immer einen großen Anteil, was zufriedenstellend läuft, einiges, was sehr gut läuft, und wir diskutieren dann immer über den ganz negativen und den ganz positiven Rand, wenn überhaupt. Ja. Und die Mitte geht verloren und dadurch glaube ich auch, aber da werden wir vielleicht noch drauf eingehen, kommen wir zum Teil nicht ins Handeln, weil wir uns völlig verdiskutieren. Und weil es schwierig ist, einfach eine unterschiedliche Meinung mal nebeneinander stehen zu lassen, die alle einen hohen Gehalt an Wahrheit haben mit 70 oder 80%, aber es trotzdem eine Entscheidung geben sollte, mal in dem Thema etwas zu machen, sei es jetzt Klimaschutz. Und wir diskutieren und wollen das allerbeste oder 120%ige Lösung, die wird es aber nicht geben. Und ich denke halt, manchmal wäre es besser zu sagen, jetzt fangen wir an. Ne? Wir haben so einen Spruch geprägt, wo man immer gesagt hat, lieber mit Mängeln behaftet beginnen, als perfekt zu zögern. Okay. Und da kommt oft die Politik rein. Ja. Da darf ich vielleicht noch etwas ergänzen. Ich habe letztens in einer Fernsehdiskussion gehört, Sie können jede politische Entscheidung kaputt machen mit dem Satz, willst du wirklich die Verantwortung dafür übernehmen? Das ist also auch noch ein Thema. Ja?
was du sagst, Entscheidungen zu treffen. Also ja, man möchte ja schon ganz gerne, dass die Politiker mehr Verantwortung übernehmen absolut. Für das, was sie machen. Und auch ein gewisses Risiko bereit sind einzugehen, ja, das brauchen wir. Ich wollte nur sagen, Stichwort verzerrte Wahrnehmung durch die Medien. Wir waren 6 Jahre in Südafrika und haben dann also praktisch überwiegend aus südafrikanischem Fernsehen oder dann aus deutschem Fernsehen, was wir die letzten Jahre hatten, Deutschland wahrgenommen. Ja? Und da war Thema Schule, ja? Also dass man als Lehrer eigentlich nimmer leicht unverletzt aus dem Klassenzimmer rauskommt und am besten selber auch bewaffnet ist, gab es eben so ein paar Vorfälle. Ja? Mhm. Und dann habe ich mich echt auf das Schlimmste eingestellt. Nach 6 Jahren habe ich gedacht, jetzt bin ich gespannt, wie das kam in Weilheim in die Schule. Und es war so wunderbar, dort Lehrer zu sein mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Ja? Aber irgendwie, wenn man nur diese ganz negativen Beispiele sieht, denkt man, oh, wie hat sich Deutschland verändert in den letzten 6 Jahren? Gibt es denn das? Aber ist gar nicht, ja, wenn man nur diese negativen Das ist sieht. Die interessante Frage, ja. Wobei wir natürlich auch, wenn wir jetzt so, ich war jetzt gerade, wenn wir im Straßenverkehr unterwegs sind oder beim Einkaufen, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, dass die Bereitschaft zu Aggressivität eher auch ansteigt. Und das würde mich mal reizen zu untersuchen. Erstens ist es so, also wir brauchen da nicht nur auf die Politik zu schauen, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Ja, ja, also Sie meinen, in der Nachbarschaft, in der Wirklichkeit, auf der Straße, schlägt sich das nieder. Es ist nicht nur sozusagen die mediale Wahrnehmung und die öffentliche Wahrnehmung. Und da wäre mal spannend, eben auch mal die Ursachen, wenn es denn so ist, dass wir immer so ein bisschen nah an dieser Schwelle sind, doch schnell in Aggressivität zu verfallen, was die Gründe da sind. Und wie man es vielleicht gesellschaftlich... Mich würde interessieren, ist das jetzt Ihr Thema oder das Thema von Volt? Oder passt es zusammen also, oder schließt es aus? Oder, ja. Ja, also das ist tatsächlich passend auch zu Volt, weil ein Thema ist integrativ. Das heißt, wirklich auch wieder dieses gemeinsam zu betonen. Und das leben wir tatsächlich Tag für Tag, das kann ich sagen. Natürlich gibt es auch mal den einen oder anderen, der mal ein bisschen aggressiver wird, aber die allgemeine Atmosphäre der Auseinandersetzung. Und natürlich auch in einer Partei gibt es ja Themen, wir sind ja nicht immer alle einig. Aber da muss ich sagen, das läuft tatsächlich, möchte sagen, vorbildhaft ab. Und das ist auch das Ziel. Wir wollen pragmatische Politik machen. Wir sagen zum Beispiel ideologiefrei. Ideologie hat immer auch die Gefahr dieser Polarisierung. Und wir wollen eben pragmatisch uns anschauen und jeden anhören, was hat er, wie es Arno auch gesagt hat, was ist denn deine Lösung für das Thema? Und nicht, ja, ich darf dem jetzt gar nicht zuhören, weil der ist ja ideologisch von mir entfernt. Der ist ja rechts oder links oder so. Also insofern, ja, das ist auch ein Volt-Thema. Es ist sowohl ein persönliches als auch ein Volt-Thema. Bei den Themen ist es dann aber nicht auch so, dass wir in den letzten Jahren Themen erlebt haben, wo man sagt, da prallen auch die Meinungen ganz unversöhnlich und unvereinbar aufeinander. Ja. Stichworte Flüchtlingskrise, absolut, Stichwort Klimakrise, Stichwort zuletzt eben Corona. Oder Trump ist auch Trump, so ein Thema dafür dagegen. Also sind das nicht die Themen, wo man ja sagt... ich würde sagen, Flüchtlingskrise ist schon das verkehrte Wort, aber das... Ja, das stimmt. Weißt, was Sie meinen. Ja. Warum ist es eine Krise, ne? Ja. Oder ist es nicht einfach also ein Trump gesellschaftliches Thema, Ich glaube, dass es gar nicht das Thema zwingend ist, dass diese Polarisierung auslösen muss, sondern diese Themen werden genommen, um einen gewissen Frust, das ist eine These jetzt, oder Aggressivität oder Mangel an empfundener Wertschätzung oder Angst, ist auch ja ein Auslöser, um den dann auf so eine Plattform zu schieben und da eben dann auszuleben. Ich glaube, inhaltlich, wenn man dann mal reingeht, ist es gar nicht so das Thema, sondern da gibt es einen anderen Hintergrund und dann wird das Thema genommen und dann geht es plötzlich rund. Gut, aber wir haben natürlich mit Trump erlebt und auch während der Flüchtlingskrise sozusagen das Aufkommen der AfD im Prinzip, wo man sagt, das sind Personen oder Gruppierungen oder Bewegungen, die man eigentlich gar nicht so haben will. Also die will man ja gar nicht in der Mitte sehen, sondern man verortet sie ins Radikale, nach weit draußen. Und das ist ja schon der erste Schritt, dass man sozusagen, wenn man ausschließt, dass man im Grunde genommen dort eine Polarisierung letztlich vornimmt. Es ist ja ein altes Schema, das wir kennen. Wie kannst du Einfluss bekommen? Eines der größten Einflussfaktoren, um Macht zu bekommen über Menschen, ist das Thema Angst. Und wenn du ein Thema hast, das Angst auslöst, dann brauchst du es nur noch ein bisschen zu schüren. Also nimm das Thema Angst, schür es noch, nenne einen Schuldigen.
Ja, das kann man bei, in den USA hat man das verfolgen können, wie das funktioniert bei gewissen politischen Gruppen, und sage, dass du der Retter bist. Das ist ein ganz einfaches Schema, was in der Geschichte schon immer Menschen dazu, einen gewissen Anteil an Menschen dazu bewogen hat, zu sagen, jawohl, ich bin für dich. Und das Grundthema ist das, Grundthema ist das Angst. Ja. Es gibt meiner Meinung nach zwei Auslöser für Aggressivität, nämlich Angst oder Mangel an empfundener Wertschätzung in Form von Frust, dass ich nicht gehört werde, dass ich nicht wahrgenommen werde. Und das ist beides eben zum gewissen Anteil da, und das nehmen gewisse Leute und sagen, wir hören dir zu. Du bist bei uns willkommen. Wenn man zum Beispiel IS nimmt als Beispiel, da wurden auch Menschen angesprochen, die sich nicht gehört finden in der Gesellschaft. Und da hat man gesagt, du bist für uns gottgleich. Entschuldigung, wenn ich da jetzt so, aber du bist für uns, du kommst in den Himmel oder mit. Und dann sprengen sich ganz extrem Menschen in die Luft, weil sie plötzlich das Gefühl haben, sie werden wertvoll. Und das sind relativ einfache, glaube ich, Verhaltens- oder Denk- oder Schemata, die da immer wieder aufgegriffen werden und genutzt werden. Und da wünsche ich mir, dass wir da mit Transparenz und Aufklärung auf eine andere Ebene kommen mit solchen Themen. Also Sie würden jetzt gerade, wenn Sie sagen, es gibt diese extremen Positionen, ob das nun der Islamische Staat ist oder also Islamisten sind oder Rechtsradikale oder wie auch immer, Sie würden als Politiker eher auf diese Menschen zugehen, als sie sozusagen auszugrenzen. Absolut, damit gewinnen wir nichts, sondern das sind ja auch Ängste. Angst ist etwas Subjektives, ob das jetzt objektiv wirklich gewährleistet ist. Ich habe in meinen Seminaren oft das Thema, welche Bedürfnisse, und da war tatsächlich als die Migrationswelle, wie man immer sie nennt, dann hatten plötzlich viele Menschen, fühlten sich in ihrer Sicherheit bedroht. Faktisch war das völliger, also da ist jede Autofahrt zum Flughafen ist das Gefährlichste, oder es gab, aber du musst ja dennoch die Gefühle, die subjektiv nun mal da sind, ernst nehmen. Du kannst nicht sagen, so ein Blödsinn, oder die Leute in ein Eck drängen, dass sie alle doof oder ran. Auch diesen Leuten zuhören, auch wenn es manchmal vielleicht schwerfällt. Natürlich müssen wir die mit integrieren. Mhm. Also ein Thema vom Kirchentag zum Beispiel, sage ich mal, ob von den Organisatoren war die Frage, ob sie AfD-Leute auf die großen Podien mit einladen. Ja, ich meine, es war jetzt online, aber sonst sind ja oft 5.000, 6.000, 7.000 Leute da in so einer großen Messehalle. Ja. Und der Kirchentag hat sich dafür entschieden, sie nicht einzuladen. Ja. Und ich denke mir, ja, warum eigentlich? Ja, die Gefahr ist, man gibt ihnen ein Podium und alle hören zu, aber sie sind dann wieder Opfer, ja, ich hätte es spannend gefunden, sie tatsächlich auch einzuladen und mit ihnen Fakten durchzugehen und mit ihnen zu sprechen. Vorher natürlich Spielregeln durchzugehen. Also ihr könnt nur kommen unter den und den Bedingungen. Ja. Genau. Und dann hätte es mich schon auch interessiert. Und ich glaube, da sind wir jetzt eher einer Meinung. Sie hätten die auch eingeladen. Ich hätte sie auch eingeladen. Also gewisse Regeln und gewisse Grenzen werden natürlich überschritten werden. Da muss man sagen, hey, stopp, das geht nicht. Ja. Aber natürlich, man kann ja Gedanken nicht verbieten. Ja. Und im Gegenteil, man gibt denen noch mehr. Und je weiter man sie nach außen schiebt, desto stärker werden sie und sie finden dann eben Gleichgesinnte, und das ist das Gefährliche. Und dann kommt der Punkt, wenn ich das noch, wo keine Kommunikation mehr möglich ist. Und dann wird es gefährlich, wenn wir nicht mehr miteinander kommunizieren können. Ich denke, man muss sich mit den Themen befassen, beschäftigen. Man muss ja ausdiskutieren. Es schwingt, das merkt man ja auch immer, so ein bisschen Angst mit. Das ist jetzt gerade auch gewesen. Ich gebe da eine Plattform dann, dass praktisch diese Themen oder diese Einstellungen, Einschätzungen dann sozusagen auch noch preisgegeben werden können. Aber wie gesagt, damit bringe ich es ja nicht weg. Ich bringe sie nur in der Diskussion weg. Und ich glaube, was sich sehr stark verändert hat, dass wir einfach auch eine Beteiligung brauchen von den Leuten, die bisher immer zugestimmt haben mit dem, was in der Gesellschaft passiert. Ich will jetzt gar nicht von der bürgerlichen Mitte oder von der politischen Mitte reden, sondern wir haben ja einen sehr hohen Zustimmungsanteil in der Bevölkerung für politische Maßnahmen, für politische Konzepte, Programme. Aber da hört man nie was, sondern ich höre nur immer von denen, die sozusagen den Karren ziehen, die anderen, die sozusagen den Karren hinten anhalten wollen oder was in die Speicher sozusagen reintreiben wollen. Und die Leute, die mit der Maßnahme sich gezogen fühlen und mitgenommen fühlen, die hört man nicht. Und ich glaube, das ist ein Thema. Und das war vielleicht vor
einigen Jahren oder Jahrzehnten noch nicht so gefordert. Aber ich glaube, das wird in der Gesellschaft und mit den ganzen Medien, die wir haben, wo einfach jeder seine Meinung kundtun kann, immer wichtiger, dass die Leute, die still zustimmen, das auch artikulieren und sich äußern. Und das ist das, was uns fehlt. Und dann entsteht eben dieser Eindruck auch. Ne? Und dann gewinnt diese Einschätzung an Gewicht natürlich. Und es kommt diese Angst, was ich gesagt habe, des Plattformgebens dazu. Also wir müssen uns intensiv damit beschäftigen. Und vielleicht abschließend, mit den Flüchtlingen war es dann auch so, wenn sie dann in Diskussion gekommen sind und dann sagen, ja, schau dir das halt mal an, schau, wie diese Familien leben, wo sie herkommen, was ist der Hintergrund. Mhm. Ja, wenn ich die näher kennenlerne, dann kann man ja gar nicht mehr dagegen sein, dass die herkommen. Ne? Also da merkt man das. Ja. Also das war unser Ziel von Asyl im Oberland, Begegnungen ermöglichen. Mhm. Und das war auch dieses Konzept des Landkreises im Prinzip, dass sie nicht 3-4 Orte ausgesucht haben, wo sie 500 oder 600 Geflüchtete untergebracht haben, sondern wirklich in fast allen Orten, also von 34 Gemeinden hier im Landkreis 28. Ja. Und ich weiß jetzt hier, ein Nachbarort hier von Stungau, da war die Nachbarin entsetzt, dass hier nebenan Flüchtlinge einziehen sollen, hat dagegen gekämpft, gegen alles. Das war unsere beste, engagierteste Mitarbeiterin dann, ja, die also alle in den Schatten gestellt hat. Ja. Also das heißt tatsächlich Begegnungen ermöglichen mit Gruppen, die sich sonst vielleicht freiwillig nicht begegnen würden. Ja, und also ich glaube, wenn ich das vielleicht abschließe, oder wir gehen auch nicht ehrlich mit Krisen. Oder mit Problemen, wenn wir die haben in der Politik. Wir trauen sie uns oft nicht zu benennen. Und jetzt bleiben wir nochmal bei den Flüchtlingen. Hieß, ja, wir können das nicht bearbeiten in den Ausländerämtern. Dann muss man einfach sagen, ja, es geht nicht. Also muss man einfach mal zugeben, dass man in der Situation nicht Herr der Lage ist und gar nicht sein kann. Und es nützt nichts, 2500 Stellen sozusagen das Geld freizugeben, wenn ich weiß, und das sagt halt auch keiner, dass es 5 Jahre braucht, bis die Leute wirklich dann einen Fall bearbeiten können, bis sie ausgebildet sind, bis sie die Berufserfahrung haben. Und das ist das, wo die Leute dann einfach auch das Vertrauen verlieren in die Politik, weil was behauptet wird, was nicht umgesetzt wird. Es wird zwar im guten Wissen entschieden, wir schaffen diese Stellen, aber die Wirkung kann ja nicht sofort erfolgen. Und da einfach diese Ehrlichkeit reinzubringen, die würde uns oft sehr gut helfen. Ja, also ich nehme mit, Sie sagen, man soll am besten auf der Sachebene bleiben, auf der Erfahrungsebene, auf der praktischen Ebene. Wenn man die Dinge erfährt im Täglichen, dann sind die Dinge auch alle gar nicht mehr so schlimm. Ob das jetzt nun eben die Arbeit mit Flüchtlingen oder Migranten ist oder eben, jetzt sage ich einfach auch mal mit Impfgegnern beispielsweise oder mit Klimaleugnern oder sowas. Also genau, die Frage ist ja grundsätzlich, wird ja immer alles sehr stark moralisiert und letztlich... Und pauschalisiert auch sehr stark. Ja, ja. Aber womit wie wir beim Thema wären. Also warum hat das Moralische sozusagen so einen Überhang gewissermaßen in allen Diskussionen? Ist das etwas, was die Menschen, womit sie näher dran sind eigentlich oder was einfach vermittelbar ist? Ich glaube, dass es ein Bedürfnis gibt nach Ethik und Moral. Also Volt steht ja für Europa und aus verschiedenen Gründen, weil wir glauben, dass wir gewisse Probleme wie Umwelt, wie Migration, wie Steuergerechtigkeit nur tatsächlich europäisch oder sogar global lösen können. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, nämlich wir haben ein gemeinsames Fundament in Europa und das hat mit Menschenrechten, mit Demokratieverständnis, mit Ethik zu tun und natürlich ist das kein Selbstläufer, sondern wir müssen, das sehen wir ja auch, uns immer wieder bewusst sein, dass das attackiert wird. Aber gehen Sie mal raus, gehen Sie Richtung Osten, gehen Sie Richtung Saudi-Arabien, selbst USA. Da bin ich stolz, Europäer zu sein, weil ich dieses Fundament erlebe. Und deswegen, ich glaube, es ist ein Bedürfnis, wieder zu diesen Werten, das ist ja auch immer so ein Schlagwort, wieder zurückzukommen, weil die Menschen das Bedürfnis danach haben. Und jetzt nehme ich noch ein ganz schlimmes Wort. Wir haben ja diesen Kapitalismus, ich glaube gar nicht, ob man das sagen darf, gewählt als Gesellschaftsform. Das hat viele Vorteile, aber das hat einen großen Nachteil. Der Kapitalismus entfernt uns von dieser Ethik und von diesen Werten. Und ich glaube, dass das gerade kippt, dass die Menschen sagen, ist ja schön, diesen Luxus zu haben, aber es gibt da noch was wichtiger ist, nämlich wie wir zusammen leben, wie wir zusammen umgehen, wie wir in der Gesellschaft miteinander. Und da ist ein Bedürfnis nach Ethik und Moral. Das glaube ich. Und es wird natürlich missbraucht und benutzt von gewissen Menschen. Ja, also du kannst ja das auch immer wieder in die richtige Richtung, also das Thema kannst du
immer für dich benutzen und dann biegst es hin. Und da wünsche ich mir mehr Nachfragen. Also ich finde zum Beispiel christliche Werte. Ja, ich hatte letzten Taxifahrer und ja, wir sind ja bedroht in unseren christlichen Werten durch die... Und dann sage ich, ja, welche christliche Werte meinen Sie denn? Und was meinen Sie denn damit? Schwierig. Da habe ich gesagt, ach, Sie meinen Jesus Christus. Sage ich, ja, das wäre mal wirklich spannend. Wir wissen ja, wie er gedacht hat. Mal Jesus Christus zu fragen, als christlicher Mensch, was sagst du denn dazu? Ich wünsche mir das gerade von Parteien, die das C vorne dran haben, dass sie sich öfter mal die Frage stellen, was würde Jesus Christus denn antworten auf unsere Politik, auf unsere Maßnahmen? Das würde uns helfen, gerade was das Thema Ethik, Moral angeht. Ja. Ich glaube, ich wüsste nicht, was er antwortet, aber ich kann mir vorstellen, wie er mit umgehen würde. Weil das ist relativ universal. Also wir haben ja einen Experten, der hat eine gute Verbindung. Sie können ja dann sagen, ob es richtig oder falsch ist, gerne. Aber ich leite das schon ein bisschen davon ab, was wir ganz am Anfang gesagt haben, diese Ängste, die Menschen haben. Mhm. Es kommt irgendein Thema, irgendeine Krise auf sie zu und es entwickeln sich diese Ängste. Und wir müssen ernst damit umgehen, deswegen dieser Versprecher. Wir müssen diese Ängste ernst nehmen und wir müssen uns auch damit beschäftigen. Wir müssen aber auch gleichzeitig oder sollten gleichzeitig auch Lösungen finden dafür. Mhm. Also da sind wir dann wieder in der Sachebene. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, nicht in Gefühlsduselei so zu bleiben, zu verweilen und auf der Beziehungsebene und dass man sich Dinge vorwirft, das wird sowieso nichts und das kann man ja nicht bewältigen, sondern dass man sagt, okay, ich verstehe, du hast richtig Angst davor, aber pass auf, so möchten wir das angehen. Ja, das ist jetzt sehr einfach runtergebrochen. Aber ich glaube, darum geht es bei uns. Und wir bleiben halt sehr gerne, und das ist ja auch eine menschliche Neigung durchaus, auf der Beziehungsebene. Wir werfen uns Fehlverhalten vor, Fehleinschätzungen. Jetzt hätte ich fast gesagt, das macht ja auch Spaß, aber das machen wir ja durchaus gerne. Also und da schauen wir ja auch ganz gerne zu, ne? Lassen gerne darüber berichten, von der journalistischen Seite. Also jetzt muss ja die Frage kommen. Und ich denke, abschließend, ich kenne ja auch ein bisschen vom Passionsspiel her, würde ich sagen, Jesus ist so damit umgegangen, dass er sozusagen erstmal den Mensch wahrgenommen hat, was wir vorhin auch schon besprochen haben, auf Augenhöhe begegnet und sagt, ja, ich verstehe, wie es dir geht. Wenn du das lösen willst, hier ist die Anleitung. Und die war dann sehr sachbezogen. Mhm. Also ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Also viele haben ja ein Bedürfnis nach Sicherheit. Ja? Und die bürgerlichen Parteien halten die Sicherheit sehr hoch. Aber Sicherheit ist jetzt kein christlicher Wert. Ja? Aber Sie sehen es oft, ja. Also unser christliches Abendland und dann Sicherheit. Ja? Mhm. Also ich finde es auch, Sicherheit ist wirklich ein Wert, das man gut auch haben kann. Aber christlich ist es nicht. Ja? Also wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann hat es ja gerade was mit auf die Leute zugehen, auch sich aussetzen, was ja auch immer mit Herausforderungen zu tun hat und man weiß nicht, wie man begegnet, wie einem begegnet wird. Und natürlich, es geht immer um Gemeinschaft, auf Augenhöhe den Menschen zu begegnen, Barmherzigkeit, Feindesliebe, Hexenliebe, Feindesliebe. Das sind eigentlich die eigentlichen christlichen Werte, würde ich sagen. Ja. Und dann Angst überwinden mit jemandem, indem man seine berechtigten Ängste oder die man hat, ob sie berechtigt sind oder ist ja auch egal, jemand anders übergibt und sagt, mach du das, damit ich meine Hände frei habe, mich für Recht und Gerechtigkeit also Vertrauen, das ist so ein Vertrauen. Ja. Christliche Werte und unser christliches Fundament oder sagen wir das christlich-jüdische Fundament, das wir besitzen, ist das eine, aber wie gesagt, wir haben ja dann auch irgendwann die Aufklärung erreicht. Und womit wir wieder beim alten Knigge wären sozusagen. Ist das nicht mittlerweile der gemeinsame Nenner, wenn wir davon ausgehen, dass ja eben, sagen wir, das christlich-jüdische ja ein Aspekt unter vielen ist. Innerhalb Europas beispielsweise gibt es eben auch den Islam als selbstverständlichen Bestandteil und andere Weltanschauungen und letztlich alle möglichen Gesinnung und Ausrichtung, die uns ja auch letztlich die Aufklärung garantiert hat als Fundament, dass wir das auch leben dürfen, dass wir diese Freiheit haben, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Glaubenssätze zu befolgen. Ist das nicht der gemeinsame Nenner? Also ich wollte nur, zum christlichen Wert gehört auch Toleranz, andere Glaubensrichtungen zuzulassen und ihnen auch mit Respekt zu begegnen, wollte ich jetzt nur sagen. Und auch, ich würde sagen, auch die
die Moslems, ein afghanischer Geflüchteter, muss sich natürlich auch hier unterordnen. Gewaltlosigkeit, Gleichberechtigung oder Ähnliches. Der kann natürlich seinen Glauben behalten und trotzdem sind entscheidende Faktoren des christlichen Glaubens, jüdisch-christlichen Geschichte, da gibt es nichts zu verhandeln. Ja? Also ja. Da kann man nicht sagen, okay, du bist jetzt Afghane, du kannst jetzt deine Frau schlagen. Nee, überhaupt nicht. Ja? Also das geht nicht. Ja? Und das haben wir unseren Geflüchteten auch immer gesagt. Also natürlich, wir stehen hier für Religionsfreiheit und trotzdem gibt es hier Grenzen, die im Grundgesetz aufgeschrieben sind und die jüdisch-christlich geprägt sind. Und ich gehe gleich auf Ihre Frage ein, aber ich möchte es noch ergänzen. Und hier brauchen wir eine differenzierte Reaktion auch. Also ich glaube, dass zu diesen christlichen Werten auch geht, dass ich Menschen, die in Not sind, wenn ich es kann, helfe. Ja. Das ist ein Grund. Und dass mein Nachbar ist und in der globalisierten Welt ist eigentlich jeder mein Nachbar. Gibt es im muslimischen Glauben natürlich genauso. Natürlich auch. Also das heißt, das Grundprinzip, wenn jemand in Not ist und ich kann ihm helfen, dann ist das natürlich. Und natürlich aber, wenn jemand meine Hilfe missbraucht oder natürlich gegen wirklich solche Werte, dann müssen wir auch konsequenter handeln, um auch diese pauschalisierten Verdacht, dass dann alle wir brauchen letztendlich diese konsequente Haltung gegen Missbrauch, auch um die Bedürftigen zu schützen. Das ist auch etwas Wichtiges. Insofern sind das vielleicht sogar Gedanken, die die AfD vielleicht sogar auch zu Recht, also ich bin ja mit Sicherheit kein AfD-Freund, aber auch da muss man sagen, ja, das ist vielleicht auch ein Ansatz. Ich glaube, der gemeinsame Nenner, den könnte man auch anders finden. Also wir können über die Religionen gehen, wir können aber auch einfach unser normales Bedürfnis oder Grundbedürfnis. Ich habe die Idee, das ist natürlich eine sehr vielleicht futuristische Idee, dass ein Zusammenleben in einer Gemeinschaft grundsätzlich so aussieht wie in einer guten Familie. Und also in einer guten Familie gibt es natürlich auch Auseinandersetzungen. Es gibt auch Streit, aber es gibt auch die große immer Gemeinsamkeit, dass man auch Lösungen wiederfindet und. Und ich würde das gern übertragen auf die Ebene Gemeinde, auf die Ebene Bundesland, auf die Ebene Europa, letztendlich auf die Ebene global. Weil da haben wir ja Werte, im Idealfall, das ist ja auch nicht in jeder Familie so, die Gesellschaft tragen. Und mein Idealbild ist, dass wir diese Grundwerte, die wir in der Familie pflegen, dass wir die auch auf höhere Ebene übertragen. Ja, wobei natürlich in der Familie das immer noch sehr gut klappt, weil jeder jeden kennt. Sobald man irgendwo auf globaler Ebene ist, letztlich, wir kennen die meisten Menschen, kennen wir gar nicht. Es gibt sozusagen deswegen müssen wir sie kennenlernen. Ja, genau. Ja, und sie denken ja aber europäisch, ja. Also, und das ist ja natürlich dann noch eine große Herausforderung, aber ich sehe das wie Sie. Ohne Europa geht es gar nicht, ja. Also ich bin ja Unternehmenstrainer in dem Unternehmen, würde man sagen, wir haben USP in Europa. Wir haben gemeinsam natürlich auch durch hart erkämpft, durch Kriege und so, haben wir schon gemeinsames Fundament, so empfinde ich das. Nämlich eben in Werten, in demokratischem Verständnis, ob das Gewaltenteilung ist, ob wir, also da ist etwas da und das ist in der Welt nicht so leicht wieder zu finden. Ja, das ist nicht selbstverständlich, das müssen wir pflegen, dessen müssen wir oder sollten wir uns auch immer bewusst sein, dass das ein wahnsinnig hoher Wert ist. Und das könnte dann eben auch ein Vermarktung, sage ich mal, Thema werden, das auch weltweit vorzuleben. Gut, ich möchte gerne an der Stelle nochmal zurückkommen auf Einlassungen von Ihnen und von Ihnen etwas früher, wo Sie gesprochen haben über die Funktion der Medien, die sozusagen bestimmte Themen ja auch, oder Sie haben es ja auch genannt mit Ihrer Erfahrung aus Südafrika, Themen sozusagen hoch pushen, weil sie sich vielleicht gut verkaufen lassen und so weiter. Ja, und dadurch einfach Bilder entstehen in der Öffentlichkeit, die vielleicht so mit der Realität nicht unbedingt viel zu tun haben. Ist denn nicht auch, oder landläufig wird das ja auch so behauptet, ein Grund, dass die Medien zwar das tun, aber wenn man von den klassischen Medien spricht, haben sie ja immer diese sogenannte Gatekeeper-Funktion erfüllt. Das heißt, sie haben bestimmte Meinungsspektren abgedeckt und auch sich in einem bestimmten Werterahmen auch immer bewegt sozusagen. Ja. Was dadurch aufgeweicht wurde in den letzten 10 Jahren vielleicht, sehr stark durch das Aufkommen alternativer Medien, sogenannten sozialen Medien, also die Facebooks, die YouTubes und so weiter. Viele behaupten, dass genau dort eigentlich der Grund liegt dafür,
dass wir Polarisierung erleben. Sehen Sie das ähnlich oder wie sehen Sie? Ich sehe es nicht als Ursache. Also erstmal zu den traditionellen Medien. Ich war immer der Meinung, dass wir weltweit eines der besten Medienwelten haben und Aufklärung. Nicht optimal und auch nicht immer objektiv. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt in den Corona-Zeiten gewesen, weil mir hat ein bisschen die Transparenz gefehlt. Ich hatte das Gefühl, mein persönliches Gefühl, dass immer die Zahlen gern genommen werden, um das Thema Angst eher zu schüren. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal angefragt, dass ich gerne mal eine Aufklärung, einfach nur Zahlen, nicht ohne zu werten, wie viele Menschen sterben denn in einem normalen Jahr, was heißt normal, ohne Corona, um einfach mal Zahlen zu nennen, um die Relation, weil das kann ja jeder dann selbst bewerten, das ist ja nur eine Zahl. Aber da hätte ich mir mehr Transparenz gewünscht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Zu einem anderen Thema, also die neuen Medien sind, glaube ich, nicht die Ursache für die Aggressivität, aber natürlich durch die Anonymität der Meinungsäußerung befeuern sie natürlich extrem diesen Frust oder diese Aggressivität auch mal zu platzieren mit Hass und mit, da kann ich es mal rauslassen, ohne dass ich irgendwo Angst haben muss dafür, eine Strafe zu erleben oder ich habe auch das Gefühl natürlich der Macht jetzt. Ja, ich kann hier jemanden beschimpfen, der in der Öffentlichkeit steht. Ich kann versuchen, auf den Einfluss zu nehmen. Und da da ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier lernen, mit diesen Medien auch einen Umgang zu haben. Und ich sowohl zu der klassischen Medienwelt. Die drucken, Sie haben es ja eh gesagt, die drucken eben das, was die Menschen lesen. Also man kann nicht den Medien die Verantwortung geben, sondern die drucken das, was die Leute kaufen. Mhm. Ja? Und genauso ist es natürlich in den sozialen Medien. Also es liegt nicht an den Medien an sich, sondern wie wir damit umgehen. Mhm. Also da kann ich meine Erfahrung dazu beisteuern. Ich war ja jahrelang jetzt hier eigentlich das Kopf der Asylhelferbewegung in Oberbayern oder gar in Bayern. Ja? Und ich habe nie offene Anfeindungen gekriegt, immer Respekt. Aber einmal habe ich für RTL Online irgendwie war Interviewanfrage und natürlich fühlte ich mich geehrt und natürlich aus Köln und so, ja, sage ich, Sie ahnen nicht, was ich dafür, also Hasskommentare bekommen habe. Ja? Mhm. Die haben nicht wirklich das gelesen, was ich geschrieben habe. Sie haben nur die Überschrift gelesen, die ich nicht geschrieben habe. Ja? Die Überschrift hat natürlich die Redaktion dazu gehört. Sie haben nur das gelesen gehabt. Also Sie und meinen die Kommentare bei einem Artikel oder einem Beitrag von RTL? Was da drunter sozusagen... Ja, ja. Also online, ja. Online. Was da dann an Kommentar. Ich fand den Artikel, der über mich geschrieben war, nicht schlecht. Ja. Und was ich geschrieben habe, wo ich zitiert habe, war richtig. Die Überschrift war der Aufhänger und dann diese Kommentare, die jetzt dann seitenweise jetzt hier, also auf das Übelste waren. Das fand ich schon interessant. Habe sonst das hier wirklich nie erlebt, ja, sondern immer, ja, Herr Pfarrer Herrmann, wir sehen es schon anders und das schon, ja, also nicht nur Zustimmung und Klatschen, ja, aber immer mit Respekt. Mhm. Aber hier auf einmal, ich sag's Ihnen, mir ist ganz anders geworden. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, das Thema ist ja Information, was kann ich an Informationen erhalten und wie wird die Meinung gebildet? Das ist ja jetzt hier auch ein bisschen rausgekommen. Und wir haben das Thema, wir können fast alle Informationen, ich glaube auch zur Sterblichkeit, Übersterblichkeit, das kann man ja alles recherchieren. Nur die Frage ist, was machen wir damit oder was wird damit gemacht? Mhm. Also sich zu informieren kostet einfach auch Zeit und sich eine Meinung dazu zu bilden. Nur ich glaube, wir sind da irgendwo, ich sage es jetzt mal so krass, in Anführungszeichen denkfaul. Wir nehmen dann gern, wenn wir irgendwo was hören und sagen, ach, das passt in meine Argumentation da super rein, dann nehme ich das und es wird aufgegriffen. Und wir hätten zwar die Chance, alles in relativ großer Tiefe zu beleuchten und zu argumentieren und zu diskutieren. Wir machen es aber nicht. Wir kratzen nur an der Oberfläche herum. Mhm. Und das Kratzen an der Oberfläche geht sehr gerne dann immer darum, so, dem zeige ich es jetzt mal. Mhm. Dem Pfarrer, dem Kandidaten, dem zeige ich es jetzt mal, dem Bürgermeister. Ne? Ich habe von der mehr Ahnung und das reicht ja. Ich hau sozusagen einen Satz hin, irgendeine Behauptung und die kann er nicht sofort widerlegen oder da kann er nicht sofort darauf antworten. Also habe ich den Punkt gemacht. Und ich glaube, in diese Richtung und die Zugänge sind halt einfacher geworden, da hinzukommen, sich auszutauschen, diesen Punkt zu machen. Und damit verlieren wir uns in dem und kommen im eigentlichen Thema, habe ich manchmal das Gefühl, stecken wir fest und kommen wir nicht weiter. Ja, weil es ja auch für jeden sehr schwierig ist, sozusagen mit dieser Fülle an Informationen zurechtzukommen. Ja, klar. Und das ist ja das Problem, dass man praktisch mit den unendlichen Zugängen und Möglichkeiten, die man da hat,
auch überfordert ist. Und deswegen muss man sich's leicht machen, ja, moralisieren und so, das ist gut und das ist böse, aber die Wirklichkeit ist halt anders. Und dann kommen noch die Algorithmen dazu, die dir ja diese Informationen liefern, die dich bestärken. Ja? Und das ist natürlich ganz gefährlich. Aber das sind auch eben psychologische Denkmuster. Ich habe mal überlegt, ob ich ein Buch schreibe, so Politik und Psychologie, was passiert denn da von Seiten von Parteien und Politikern, aber auch von Seiten des Wählers. Und eine Idee wäre gewesen, mal Zitate von Politikern aufzuschreiben, ohne den Zitatgeber zu nennen und den Leser aufzufordern, bewerte doch mal, wie du dieses Zitat findest. Okay. Und auf der nächsten Seite wird dann offengelegt, von wem das Zitat ist, um mal zu entlarven, dass wir eben unsere subjektive Wahrnehmung uns das verstärkt. Und wenn der von der Partei das sagt, dann ist es grundsätzlich richtig. Und wenn das von der Partei kommt, dann ist es grundsätzlich falsch, um mal zu entlarven, dass da wir nicht eben objektiv unterwegs sind und mal ein bisschen auch wieder zu animieren, wieder mal zuzuhören und vielleicht von dieser Brille wieder mal ein bisschen von dieser Parteibrille auch wieder wegzugehen. Das wäre bestimmt spannend gewesen. Ich habe das gibt's schon. Okay. Ja, ich habe das schon mal gesehen und da kommen dann ganz erstaunlich und schlimme Sachen bei raus, dass dann dann sieht man ein anonymisiertes Zitat von Björn Höcke. Das kann passieren. Ja. Und da springen sehr viele Linke sehr stark drauf an, weil der eine sehr profunde Kapitalismuskritik und auch sehr viel sozialistisches Gedankengut eigentlich sozusagen transportiert in seinen Aussagen. Und wenn man jetzt nicht ganze Bücher von ihm sozusagen hinlegt, sondern eben nur Zitate, dann kann das schon verschrecken, weil man das nicht so erwartet. Aber gut, das ist die Sache. Aber nochmal bei den sozialen Medien, Sie haben gesagt, die Algorithmen. Wären Sie denn dafür, dass man dort das regulieren muss? Ich bin grundsätzlich, ist das immer die zweitbeste Lösung, etwas zu regulieren oder mit Gesetzen oder so zu bestimmen. Sondern für mich ist immer die bessere Lösung, dass wir ein gewisses Bewusstsein entwickeln. Aus der Auseinandersetzung, so wie wir sie jetzt haben auch. Zuhören, überlegen, nachdenken, Selbstreflexion. Das ist für mich der viel bessere Weg, als mit Regeln, Verboten zu versuchen, Einfluss zu nehmen. Es gibt sicherlich einen Bereich, wo wir nicht umhin können, auch gewisse Regelungsmaßnahmen vorzunehmen. Aber ich glaube, das funktioniert auch in der globalisierten Welt, im Internet auch wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber wie würden Sie denn dem Herrn Herrmann helfen? Also der ein Phänomen beschreibt, was sehr viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und auch sehr viel bekannter sind, meinetwegen, oder prominenter, insgesamt sehr stark erleben. Politiker, überhaupt Künstler und so weiter. Ja. Und darunter auch viele Frauen, die insbesondere dann auch viel solche verbale Online-Gewalt erleben. Fußballmoderatorinnen zum Beispiel. Ja, absolut. Fußballmoderatorinnen. Also eine Methode. Wie helfen Sie diesen Menschen? Eine Maßnahme wäre natürlich, die Anonymität aufzuheben im Netz. Das wäre eine Maßnahme. Wobei wir natürlich auch in der Kommunikation einen geschützten Bereich brauchen, wo Anonymität, wenn ich Hilfe, wenn ich Opfer bin und will, dann brauche ich auch einen Anonymen. Aber bei so Hass, bei so Angriffen, da müssen wir diese Anonymität wegkriegen. Ich meine, wenn jemand, dann soll er auch den Mut haben, dazu zu stehen. Also das ist ja auch was ganz Feiges, jemand anzugreifen unter der Gürtellinie und dann sich aber in diese Anonymität zu verstecken. Also das wäre vielleicht eine sinnvolle Maßnahme. Ich glaube, was wir da uns so insgeheim wünschen, ist am Ende Zivilcourage. Und das ist, wenn zwei Parteien sich sozusagen im Netz streiten, dann kommen die beiden, die kommen nicht weiter. Die schmeißen sich alles Mögliche an den Kopf. Es wird nur helfen, wenn sozusagen ein Dritter, aber auch, ich sage, ein fachkundiger Dritter oder der sogar einer der beiden Seiten zuzuordnen ist und sagt, hey Leute, so geht es nicht. Das, was hier abläuft, ich bin zwar grundsätzlich auch eher deiner Meinung, aber so wie du das sagst, es geht nicht, stopp. Und ich glaube, das ist das, was uns in der Gesellschaft fehlt und was natürlich auch einer muss machen, ein hoher Anspruch ist. Ja. Einer muss den Mut haben und dann kommen nämlich die anderen, trauen sich das auch ins Netz zu schreiben, die vorher gesagt haben, bin ich der Buhmann, ja, sie haben genau recht. Da brauchen wir einen, der Zivilcourage hat, und dann kommen 10, 20 Kommentare, die genau das sagen. Ich finde es auch, so geht es nicht. Aber einer muss es erstmal machen. Genau, und es bringt oft nichts, sozusagen dem nochmal zu helfen, sondern es muss eher
ich sag mal, von der Angreiferseite vielleicht jemand kommt, der der Angreiferseite durchaus näher steht oder der mir der Angreiferseite, sage ich jetzt mal, zuordnen würde, aber der dann sagt, hey Leute, so nicht. Das überschreitet bestimmte Grenzen, was wir vorhin gesagt haben, das sind nicht unsere Werte. Und auch wenn ich anderer Meinung bin und eine andere Position habe, ich will nicht, dass wir so miteinander umgehen. Das passt nicht mehr. Sehr gut. Jetzt wollte ich Sie, Herrn Knigge, noch mal fragen. Sie treten, also wir haben jetzt sehr viel über Ihr Thema gesprochen, was aber auch ein sehr allgemeines Thema ist, sage ich mal, was nicht so wirklich parteipolitisch eigentlich ist, sondern letztlich auf der Metaebene funktioniert. Aber wir wollen ganz kurz auch noch über Volt sprechen und Ihr Engagement bei Volt. Und wie Sie dazu gekommen sind. Also das würde mich jetzt interessieren. Naja, ich frage schon ganz klar, Volt ist ja auch keine Partei, die jetzt so super bekannt ist. Ich sag mal, klar, Erfolg bei den Europawahlen, in manchen Kommunen vertreten, hat so einen gewissen Momentum gehabt. Die Frage ist, ob sich das jetzt fortsetzt. Das hoffen Sie sicherlich. Ja. Aber Volt ist irgendwo natürlich eine kleine Partei. Auch jetzt für die Bundestagswahl. Nach den Umfragen, vielleicht sieht man das jetzt nicht, sieht man den Erfolg noch nicht so richtig. Warum Volt? Also für mich auch, wenn ich das Programm durchlese, klar, es gibt diesen Fokus auf Europa. Was, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal natürlich auch ist, ist, dass Volt als Volt mit dem Namen, auch als Partei, in allen europäischen Ländern so heißt und auch antritt. Das heißt, es ist wirklich eine klare europäische Partei mit einem starken europäischen Fokus. Allerdings gibt es diesen Fokus auch bei anderen Parteien. Also für mich stellt sich die Frage, Volt, ist das nicht so eine Mischung aus FDP und Grünen? Ja, FDP, Grüne, vielleicht auch noch SPD. Ja. Also tatsächlich, tatsächlich haben wir Elemente aus den verschiedenen Parteien. Vielleicht erstmal zu der Frage, ich habe tatsächlich seit einigen Jahren den Gedanken gehabt, also ich bin sehr dankbar für mein Leben, ich durfte sehr viel erleben und irgendwo kam das Thema auf, auch gesellschaftlich wieder was zurückzugeben oder auch vielleicht Einfluss zu nehmen. Dann hat man Nachwuchs und so und dann stellt man sich auch da. Und dann habe ich überlegt, selbst eine Bewegung zu gründen oder eine Partei zu gründen und dann, naja, oh je, willst du das antun? Und dann war tatsächlich so, dass ich erst im letzten Jahr übrigens dann auf Volt gestoßen bin durch den Zufall. Und da dachte ich, Gott sei Dank, ich muss keine eigene Partei gründen, sondern da ist eine Partei, die zu 90% mit meinen Überlegungen, also für mich war auch Europa zum Beispiel, dass wir das europäisch vieles angehen müssen, dass wir da gemeinsames Fundament haben. Und was ich auch gut fand, und das ist auch bei Volt, dass wir nicht mehr in diesem Links-Rechts-Schema uns verankern lassen wollen. Das ist zwar schwer beim Wähler, weil der natürlich über Jahrzehnte gelernt hat, einzuordnen nach Links-Rechts. Ich finde aber, dass dieses Schema überholt ist. Das gehört wirklich auf den Müllhaufen. Und das versuchen wir dann auch. Deswegen, ja, tatsächlich, wir haben so eine, wir haben auch Menschen, die aus der FDP, ich sage mal aus der alten liberalen Partei kommen, nicht aus der, die es jetzt ist. Also es gibt ja wirklich diesen liberalen Ansatz in der FDP, den sie meiner Meinung nach immer mehr verloren hat und immer mehr, ich sage es mal so, zur Kapitalismuspartei geworden ist, ist meine Wahrnehmung. Aber es gibt diesen liberalen Gedanken, es gibt natürlich den Umweltgedanken, es gibt die Überschneidung mit den Grünen und es gibt den Gedanken auch der sozialen Gerechtigkeit oder wie wir nennen es, soziale Mobilität. Also für mich zum Beispiel ist das eines der wichtigsten Themen. Ich finde es eine Schande, wir leben in eines der reichsten Länder der Erde und ich finde es eine Schande, wenn ich Menschen, Rentner sehe, die ihr ganzes Leben gearbeitet hat und in Mülleimer nach Plastikflaschen, nach Pfandflaschen suchen, um da irgendwie, ich finde es eine Schande, wenn es in Deutschland Kinder gibt, die nicht satt werden und es liegt ja nicht an den fehlenden Ressourcen, also das ist für mich ein wichtiges Thema und insofern ist tatsächlich diese Partei ein Mix aus Themen, aber eben ohne diese Links-Rechts-Ideologie verhaftet, sondern eine pragmatische Lösung für die Themen, die wir haben. Das ist Umwelt, das ist soziale Gerechtigkeit, das ist auch Digitalisierung zum Beispiel, das ist Gerechtigkeit in der Bildung zum Beispiel und das ist auch Transparenz zum Beispiel. Wir stehen für Transparenz. Ich kann es nicht verstehen. Also es hat auch was mit einem Selbstverständnis von Politikern zu tun. Ich habe immer noch teilweise das Gefühl, wir haben hier teilweise das Bild eines gewählten Landesfürsten. Das sind gewählte Vertreter der Bürger und ich verstehe nicht, warum nicht jede Gemeindesitzung, jede Landtagssitzung, jede Bundestagssitzung öffentlich, das heißt über Medien,
zugänglich ist. Es gab jetzt erst vor kurzem wieder einige Meinungen, die gesagt haben, nein, das machen wir nicht, das interessiert ja keinen. Das ist für mich selbstverständlich, dass das, ob man es sich antun will, das kann man entscheiden. Aber dass ich als Bürger jederzeit Zugang habe zu jeder Gemeindesitzung über Livestream dann teilzunehmen, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ich verstehe gar nicht, warum man sich dagegen wehrt. Also auch Transparenz ist bei uns ein Thema, eben dieser Pragmatismus. Jetzt bin ich Unternehmenstrainer, für mich ist auch wichtig, wir haben es jetzt in der Corona-Krise gesehen, natürlich, dass man da Fehler machen kann, keine Frage. Aber ich wünsche mir mehr eine Politik, die auch ein bisschen professioneller, ein bisschen vorausschauender ist. Ich nehme mal zwei Themen, das Thema digitaler Impfpass. Also da muss ich nicht studiert haben, um schon vor einem halben Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gewusst zu haben, wenn es dazu kommt, brauchen wir einen fälschungssicheren Impfpass. Und nicht erst, wenn ich den Impfpass habe, dann festzustellen, boah. Der ist zu groß und zu gelb. Ja, oder die Idee, irgendwann kommen wir in die Situation, dass wir Geimpfte und Nicht-Geimpfte haben. Das war doch schon vor einem Dreivierteljahr spätestens klar. Und da vorausschauender auch Politik zu machen, also ich sage jetzt nicht, dass jedes Unternehmen das gut macht, aber wenn Unternehmen so reaktiv handeln, immer nur, jetzt haben wir ein Problem, jetzt müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen, dann würden noch viel mehr oder viel Unternehmen nicht überleben. Also, dass wir da auch eine gewisse Professionalität reinbringen. Okay. Ja, aber gut, ich hatte ja eingangs die Frage gestellt, ob das sozusagen da starke Überschneidungen sind mit verschiedenen anderen Parteien. Ja. Jetzt mal vom Europa-Thema abgesehen, was natürlich ein sehr ehrenvolles Thema ist, das auch Europa weiter voranzubringen. Aber was ist dann sozusagen noch das Alleinstellungsmerkmal? Warum soll man Volt wählen? Wenn man pragmatische Lösungen will, die nicht ideologieverhaftet ist. Okay. Wir haben die Überschneidung mit den Grünen. Da gibt es eine große Überschneidung. Wir sehen aber auch das Problem, dass die Grünen auch aus einer gewissen Entwicklung kommen. Das war früher die Friedensbewegung und die Umweltpartei. Und wir sehen auch, dass es ja innerhalb der Grünen immer noch auch Polarisierungen gibt. Also früher waren es die Fundis und die Realos. Das ist ja relativ, aber das schwelt immer noch. Ja. Und wir sehen auch ein bisschen die Grünen als eindimensional. Das heißt, sie haben ein Thema und das ist wahnsinnig wichtig. Aber jetzt erkennen sie so langsam, dass es auch andere Themen gibt, wenn man eine größere Rolle spielt, wie soziale Gerechtigkeit und so. Das klingt für mich nicht authentisch. Deswegen, ja, grenzen wir uns da von den Grünen vielleicht ein bisschen ab. Wir sehen teilweise auch, dass die Grünen das Problem haben, wo wir sagen, wir brauchen eine starke Wirtschaft auch. Also wir brauchen die Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Ja? Und warum können wir in Deutschland nicht Standort Nummer 1 werden und damit auch Geld verdienen mit neuen Technologien? Wir haben das Bewusstsein dafür, wir haben die Ingenieurs. Lass uns doch damit auch ruhig Geld verdienen, lass uns Wirtschaft fördern, die eben an solchen Themen arbeiten. Wir könnten weltführend sein, meiner Meinung nach. Das soll jetzt nicht, also auch als Europa, nicht nur auf Deutschland begrenzt. Da sehen wir auch Schwächen der mit der SPD ist es, es ist schwierig. Also meiner Meinung nach hat die SPD einfach zu einer gewissen Zeit, da es einen Bundeskanzler gab, ihre Werte verkauft und da zahlen sie immer noch den Preis dafür. Mhm. Und ich glaube, dass die, und das ist schade, weil wir brauchen, glaube ich, eine soziale Partei. Also ich sehe die SPD nicht mehr als links. Wir haben eigentlich am linken Spektrum haben wir nur eine Partei, ja, und die ist aus gewissen Gründen nicht wählbar, auch für mich schwer wählbar. Mhm. Ja. Also ist die Abgrenzung der SPD schwierig. Also das, und FDP, also liberal, da wo es Sinn macht, ja, genau. Aber zum Beispiel, wir brauchen eine soziale Marktwirtschaft. Wir brauchen Wohnungsthemen zum Beispiel. Da muss einfach der Staat auch mit eingreifen. Wenn wir das der freien Marktwirtschaft überlassen, dann haben wir eben diese noch größere Spreizung zwischen Reichen und Ärmeren. Da muss die Politik auch Einfluss nehmen. Und da tut sich die FDP zum Beispiel schwer. Also insofern, Sie sehen schon, wir haben Überschneidungen zu all diesen Themen, aber wir haben eben dann in der Zusammenfassung, wenn es darum geht, dann doch wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Kann es dann sein, dass das sozusagen auch bei Volt letztlich die Partei von den Persönlichkeiten, von den Köpfen, von den Menschen lebt, die dort Politik machen?
das sehe ich eher kritisch. Es ist leider so. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir viel mehr über Inhalte sprechen. Mhm. Und es ist aber so, warum wählen die Menschen denn gewisse Parteien, entweder aus Tradition, war schon immer so, haben wir schon immer so gemacht, oder aus Sympathie, Antipathie. Dieser Mensch ist mir sympathisch, ja, oder unsympathisch. Ja? Und aber das sagt auch nichts über seine Qualifikationen überhaupt als nichts. Politiker, Politikerin aus. Da haben die, ich sag's mal, die Grünen oft drunter gelitten, dass da Menschen oft, die schlau waren, die richtig gut waren, aber im Auftreten bei vielen gesagt haben, ach, guck dir mal die oder guck dir mal den an mit seinen Haaren und die mit dem Kleid und so. Und leider ist diese Sympathie, Antipathie, wie tritt der auf? Also zum Beispiel gewisse Leute, die stark auftreten, das immer noch, wenn die aggressiv und stark auftreten, jawohl, das ist eine Führungskraft. Das ist überholt, dieses Denken. Wir brauchen teamfähige Führungskräfte und nicht starke, die andere mit Ellbogen beiseite. Das ist vorbei. Mhm. Ab und zu brauchen wir auch Leute, die sagen, so, jetzt entscheide ich. Aber wir brauchen Teamfähigkeit. Mhm. Ja? Und wir brauchen ideologisch, also zum Beispiel Angela Merkel, also ich bin kein Anhänger, aber ich finde, dass sie einen Führungsstil hatte, immer der lösungsorientiert war. Auf jeden Fall. Und es scheint, dass sie integer eigentlich ist. Also integer, ein Skandal jetzt hier, wo sie sich persönlich bereichert hätte oder so, das kann ich mir bei ihr überhaupt gar nicht vorstellen. Ganz genau. Ist völlig ausgeschlossen. Ganz genau. Integrität ist sehr wichtig. Das, ja. Sondern der Gesellschaft gegenüber verantwortlich. Und also insofern wünsche ich mir, und das ist in unserer Partei wirklich so, dass wir nicht so sehr Personen in den Vordergrund heben. Also wie Sie sehen, bei uns bei den Wahlplakaten sind meistens zwei oder drei Personen sogar drauf. Natürlich als Direktwahlkandidat macht es auch Sinn, irgendwo alleine auf dem Plakat zu sein. Aber tatsächlich ist es nicht unsere Philosophie, Menschen in den Vordergrund zu stellen. Sind wir dann gespannt auf Ihre Wahlplakate hier im Landkreis. Und ich wollte sagen, einmal, Sie haben natürlich jetzt wunderschön den Bogen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit auch nochmal geschlagen, dass Sie eben Trainer sind für, ja, um Führungskräfte die Teamfähigkeit anzutrainieren, beizubringen. Andererseits machen Sie ja auch so als Persönlichkeit, als Charakter sehr viel her. Also insofern, und Sie verkaufen sich ja jetzt hier auch sozusagen mit Ihrer Politik, mit Ihren Vorstellungen. Und Sie werden als Bundestagskandidat, Direktkandidat, ja auch als Person gewählt. Also die Erststimme. Das stimmt. Das ist in der Demokratie auch so vorgesehen. Genau, da legen Sie die Stimmen ja an sich sozusagen und nicht die der Partei. Und deswegen meine Frage zum Abschluss, als Bundestagsdirektkandidat, wenn Sie denn gewählt werden würden, was Ihre Agenda ist, wenn Sie denn in den Bundestag kommen und was sozusagen Ihr Top-Thema ist. Ja. Die Überschrift, also Europa, ich glaube, das haben wir schon immer wieder betont, aber was auch ein Begriff ist, neue Politik, neue Art der Politik. Und letztendlich haben wir alle diese Themen schon angesprochen. Das heißt, eine neue Politik heißt transparent. Ich bin Vertreter, gewählter Vertreter. Das heißt, ich bin immer auch in der Verantwortung den Bürgern und nicht nur die mich gewählt haben, sondern anderen Menschen gegenüber offen zu legen. Was tue ich? Und immer wieder rückzuversichern. Pragmatisch, lösungsorientiert, vorausschauend. Also so ein bisschen wie ein guter Unternehmer, sage ich mal. Nicht nur reaktiv. Also das ist, was wir... und integrativ. Das heißt, nicht dieses Spalterische und Polarisierende, worüber wir auch gesprochen haben, sondern Gemeinsamkeiten finden, Kompromisse finden und dann pragmatische Lösungen haben. Also das ist tatsächlich die Überschrift, wie wir neue Politik verstehen. Und ich glaube, es ist an der Zeit auch, und das erleben wir auch, dass so ein gewisser Frust ist, wie die etablierten Parteien teilweise mit diesem ganzen Machtthema auch umgehen. Da ist eine Bereitschaft zum Wechsel. Also wir sind eine kleine Partei, wir wollen auch gesund wachsen übrigens. Ja, es macht keinen Sinn, in die Höhe zu schnellen. Da gab es schon genug Parteien, die ganz schnell da waren, aber leider auch ganz schnell wieder weg. Wir wollen gesund wachsen. Wir nehmen gern, wenn wir es schaffen würden, bei dieser Wahl in den Bundestag zu kommen, gerne, wenn ich Herrn Alexander Dobrindt schlagen kann. Schlagen ist das falsche Wort. Also realistisch natürlich nicht, aber wir wollen langsam wachsen. Und wie gesagt, das Thema neue Politik, neue Art der Politik. Und nun haben wir gar nicht über unsere Region gesprochen. Wir haben ja, Sie sind ja Vertreter dieses Wahlkreises. Genau.
Und was nehmen Sie sozusagen aus der Region, aus der Gegend hier mit als Handlungsnotwendigkeit für die Region in den, und das Vertreten in den Bundestag? Also ich habe schon das Thema Transparenz angesprochen. Ja. Ich habe das Thema Mobilität ist ein großes, das Thema Digitalisierung, das Thema Bildung. Ich glaube, das haben wir jetzt gesehen, auch in der Kombination Digitalisierung und Bildung. Das sind auch Themen, die regional wichtig sind. Und auch natürlich diese Art des Umgangs. Das war ja unser Einstiegsthema. Und da sehe ich auch in jeder Region, aber auch hier in dieser Region noch, dass wir hier eine Streitkultur entwickeln können, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen. Mhm. Also es sind so Themen. Ob ich da in die Verantwortung kommen werde, das wird sehr spannend sein. Wunderbar, ja. Nein, damit sprechen Sie mir sozusagen aus der Seele, denn ich denke, das Thema, was Sie angesprochen haben und was wir hier behandelt haben zusammen, ist auch der Grund, warum wir sowas machen, dass wir hier versuchen, auch eine Bühne und eine Plattform zu bieten für solche Dialoge, für eine offene und respektvolle Debatte. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man die Erfahrung macht, die Leute kennenlernt und miteinander spricht, miteinander redet, ja. Dann fallen schon die meisten Hürden. Mhm. Und man kann doch ganz gut miteinander umgehen. Und ich glaube, das muss man weiter befördern. Insofern, Ihr Ansatz ist aller Ehren wert. Und ich hoffe, dass Sie sozusagen da Ihrem Vorfahren im Geiste jedenfalls alle Ehre machen und sozusagen diese Ideen weiter zu transportieren. Ich möchte an dieser Stelle dem Brauhaus Schongau nochmal danken für die Gastgeberschaft hier an der Stelle und auch zum Schluss nochmal mit Ihnen anstoßen, was wir am Anfang dann doch wieder vergessen haben. Das war wieder das Thema. Aber Sie haben es ja mitgenommen. Naja, genau, am Ende auf jeden Fall Prost genau. Und vielen Dank, dass Prost. Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Danke schön. Sehr gefreut, vielen Dank. Mhm. Dankeschön. Prost. Dann reiche ich über den Tisch. Prost.